Eigentlich verwenden wir heutzutage das Wort Magnetresonanztomographie häufiger. Das liegt einfach daran, dass das Wort Kern nicht darin auftritt. Mit Kern assoziiert man sehr schnell Radioaktivität, Röntgenstrahlung, irgendwelche Zerfälle und damit auch schädigende radioaktive Strahlung. Die Magnetresonanztomographie dagegen ist ein Verfahren, was ohne solche Strahlen auskommt und daher auch sehr unschädlich ist. Es sind zumindest bis heute keinerlei Nebenwirkungen bekannt bei mehreren hundert Millionen Messungen, die damit schon durchgeführt wurden. Das Bild haben Sie vielleicht von Herrn Wojak schon gesehen mit den ähnlichen Zahlen. Es dient einfach nur dazu, Ihnen zu zeigen, wie komplex eigentlich das Organ ist, das wir hier am Institut untersuchen. Die Anzahl der Neurone, die in unserem Hirn existieren, ist etwa eine Billion und jedes dieser Neurone kann nochmal mit anderen Neuronen in Kontakt treten, Verknüpfungen aufbauen, durchschnittlich etwas in der Größenordnung von 1000 Verknüpfungen pro Neuron. Wir kommen daher auf eine Zahl der Summe der Verknüpfungen, die eine Billiarden Möglichkeiten darstellt oder eine Billiarden tatsächliche Kontaktstellen zwischen Neuronen. Und das ist natürlich eine unbeschreibliche Zahl, eine sehr, sehr große Zahl, die bei weitem beispielsweise die Anzahl der Sonnen in unserer Milchstraße übersteigt. Das Gehirn ist darüber hinaus kein statisches Gebilde. Diese Verbindungen werden nicht einmal geknüpft und bestehen dann für den Rest unseres Lebens, sondern sie unterliegen Entwicklungs- und Reifungsprozessen. Das Gehirn von einem Säugling sieht ganz anders aus als das Gehirn eines Erwachsenen und wiederum im späteren Lebensalter finden degenerative Entwicklungen statt. Da wird wieder ein Abbau einiger Neuronen stattfinden. Auch auf einer kleineren Zeitskala ist das Hirn sehr, sehr dynamisch. Beispielsweise das Lernen führt dazu, dass bestimmte neuronale Verknüpfungen neu gesetzt werden, neu entstehen bzw. rejustiert werden von ihrer Stärke. Und schließlich ist auch jede einzelne Übertragung eines neuronalen Reizes ein sehr dynamischer Prozess, der auch noch durch chemische Botenstoffe im Hirn gesteuert wird, verstärkt wird oder wieder reguliert werden kann. Also wir haben es hier mit einem sehr, sehr hochdynamischen und sehr, sehr komplexen Organ zu tun. Hippokrates hat aber bereits 400 Jahre vor Christus eine sehr, sehr tiefe Einsicht gehabt, die jeder moderne Neurowissenschaftler heute auch noch unterschreiben kann. Ich glaube, dass das Gehirn eine sehr große Macht im Menschen besitzt. Die Menschen müssen ferner wissen, dass von nirgendwo anders her Freude und Frohsinn, Lachen und Scherzen kommen als daher, woher auch Trauer und Kummer, Missmut und Weinen herrühren. Hippokrates hat also erkannt, dass das Hirn nicht nur einfach für die Steuerung von Bewegungsabläufen oder anderen körperlichen Funktionen zuständig ist, sondern tatsächlich auch zur Regulation von Emotionen und damit möglicherweise natürlich auch zu krankheitsbedingten Veränderungen der emotionalen Wahrnehmung. Nun, bevor wir die Bildgebung als Methode hatten, waren die Quellen der Information, die wir über die Spezialisierung des Hirns erhalten haben, im Wesentlichen auf Läsionsstudien beschränkt. Hier ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, der berühmte Monsieur Tan, das war ein Patient von Dr. Broca, der nicht mehr sprechen konnte. Und zwar konnte er noch Sätze, Wörter, Unterhaltungen verstehen, aber er brachte nichts anderes hervor als das Wort Tan, daher auch der Name. Nach dessen Tod hat eine Autopsie gezeigt, dass hier ein sehr, sehr spezielles, streng lokalisiertes Hirnareal im linken vorderen Hirn zerstört war. Und dieses Areal ist heute bekannt als das Broca-Areal nach dem Entdecker und es ist eben dafür verantwortlich für die Sprachgeneration, für das aktive Sprechen. Eine Störung hier führt eben zu dem Verlust dieser Fähigkeiten. Ein anderes Beispiel ist der Fall von Phineas Gage, das war ein Eisenbahnarbeiter, der einen Unfall hatte 1848. Hier ist eine Explosion schiefgegangen und Herrn Gage wurde diese Eisenstange von unten in den Schädel gerammt. Die Eisenstange hat dann offensichtlich sein linkes Auge auch zerstört und ist dann aus dem Kopf oben wieder ausgetreten. Also zunächst mal ein Wunder, dass Herr Gage das überhaupt überlebt hatte. Aber was umso erstaunlicher war, dass sich sein Charakter sehr, sehr verändert hat. Das war ein sehr besonnener, sehr pflichtbewusster Mensch vor dem Unfall gewesen. Und nach diesem Unfall war er bekannt als ein streitsüchtiger und sehr, sehr impulsiver Choleriker. Und wir wissen
heute aufgrund von Schädelrekonstruktionen, dass diese Stange bei ihrem Durchtritt durch den Schädel speziell das frontale Areal des Hirnes geschädigt hat. Und das ist eben auch zum Beispiel der Sitz der Impulskontrolle im Menschen. Das heißt, diese Zerstörung des Gewebes hier führte eben zu dieser erhöhten Impulsivität bei Herrn Gage. Unser Hirn ist also spezialisiert. Im Groben kann man es in verschiedene Regionen einteilen. Wir haben hier zum Beispiel im hinteren Hirn den visuellen Kortex. Wir haben hier das Broca-Areal und zugehörig auch noch zur Sprachgenerierung das Wernicke-Areal. Wir haben Bewegungsareale, die für die Bewegungsdurchführung, aber auch für die Sensorik verantwortlich sind und so weiter. Also ein hohes Maß an Spezialisierung. Allerdings sind natürlich einzelne kleine Hirnregionen nicht unbedingt immer verantwortlich für ein ganz konkretes Aktivitätsmuster, sondern oftmals wirkt das Hirn als Ganzes, als Netzwerk. 1895 begann die Ära der Bildgebung mit diesem Foto von Konrad Röntgen, beziehungsweise eigentlich ist es ein Foto der Hand seiner Frau. Man sieht hier das erste Röntgenbild, hier die Fingerknochen und hier auch noch einen Ring, den Frau Röntgen damals getragen hat. Das hat dann also ermöglicht, zum ersten Mal Einblick in den lebenden Körper zu generieren. Und solche Bilder kennen Sie sicherlich, ein Röntgenbild eines Schädels, was auch schon mal ausdrückt, was denn die großen Vorteile der Röntgenmethode ist. Es ist eine sehr, sehr schöne Darstellung der harten Strukturen, der knöcheren Strukturen. Die Nachteile liegen darin, dass weiche Gewebearten, also weiches Gewebe wie beispielsweise bei diesem etwas kräftiger gebauten Herren, die Nackenmuskulatur und das Nackenfett, aber auch das Hirngewebe sich quasi gar nicht darstellen lassen. Röntgen ist also fast blind für solche Informationen. Das wurde etwas besser Mitte des letzten Jahrhunderts durch die Einführung der Computertomographie. Kennen Sie sicher, hier wird mehrere Röntgenbilder von dem Patienten oder Probanden aufgenommen, die um den Probanden herumfahren, also mehrere Schichten aus verschiedenen Orientierungen. Und daraus lassen sich dann über einen Computer auch Informationen des Inneren Schädels rekonstruieren. Sie sehen hier beispielsweise im Hirn, in einem waagrechten Schnitt durch das Hirn, die Liquorräume. Man kann am Rand ein bisschen erkennen, wie der Kortex gefaltet ist. Hier leicht dunkler abschattiert, auch nochmal Nervenbahnen. Also man hat ein bisschen eine Information, aber im Großen und Ganzen ist das auch noch kein sehr zufriedenstellendes Bild. Das war dann die Zeit, in der diese beiden fröhlichen Herren in den 70er Jahren ihre bahnbrechende Entdeckung machten und die Magnetresonanztomographie begründet haben. Paul Lauterbur und Sir Peter Mansfield wurden dafür im Jahr 2003 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Sie waren keine Mediziner, sondern Chemiker und ein Physiker, aber hier sieht man auch den interdisziplinären Charakter der modernen Forschung. Ganz kurz auf zwei Folien die Beschreibung, was messen wir denn eigentlich mit der Magnetresonanztomographie? Wir messen im Wesentlichen Wasserstoffkerne und der Kernspin ist eine quantenmechanische Eigenschaft. Hier werden jetzt ein Dutzend von Formeln durchaus angebracht, aber man kann es auch mit kleinen Pfeilchen versuchen darzustellen. Dieser Kernspin ist nicht orientiert, wenn die Probe oder das Gewebe ohne ein Magnetfeld, kein Magnetfeld ausgesetzt ist, und die Kerne können sich aber magnetisch ausrichten in einem starken Magnetfeld, entweder parallel oder antiparallel dazu. Das ist ein bisschen kleiner Energieunterschied, der mit einer Radiofrequenz assoziiert ist. Das heißt, diese Kernspins antworten auf ein Magnetfeld mit einer ganz, ganz typischen Resonanzfrequenz. Und diese Methode, die entwickelt wurde, gab im Jahre 1952 den Nobelpreis für Physik für Bloch und Purcell. Wir haben dann natürlich, Wasserstoff ist ein Atomkern, der praktisch in jeder molekularen Struktur vorhanden ist. Hier nur zwei gezeigt, H2O, Wasser. Und hier sehen Sie C2H5OH, normalen Alkohol. Je nachdem, wo die Wasserstoffkerne jetzt in so einem Molekül sitzen, sind sie unterschiedlich von einer Elektronenwolke eingebettet. Und diese Elektronenwolke führt dann auch dazu, dass das äußere Magnetfeld ein bisschen abgeschwächt werden kann oder etwas verstärkt wird. Dadurch ändern sich dann diese typischen Frequenzen, mit denen die Kernspins antworten, leicht. Es kommt zu einer leichten Verschiebung dieser Frequenzen, was dazu führt, dass jedes dieser Moleküle einen ganz, ganz typischen Fingerabdruck hat, also ein ganz spezielles Spektrum, wie es auf ein Magnetfeld antworten kann. Und das hat dann zu einem Siegeszug der Methode in der Chemie und in der Biochemie geführt. Auch hierfür zwei weitere Nobelpreise.
Chemie, 1991 für Professor Ernst und 2002 für Professor Wüthrich. Was wir in der Bildgebung nun ausnutzen, ist tatsächlich Wasser. Wir schauen uns Wasser an, zum einen, weil Wasserstoffkerne enthalten sind und Wasserstoffkerne ein sehr, sehr starkes MR-Signal liefern. Zum anderen, weil Wasser in unserem Körper zur Genüge zur Verfügung steht. Unser Körper besteht zu etwa 70% aus Wasser, das heißt, wir brauchen gar kein externes Kontrastmittel, müssen dem Körper nichts zuführen. Wir nutzen einfach aus, dass bereits 70% unseres Gewebes Wasseranteile enthält. Nun antworten alle Wasserstoffkerne auf ein äußeres Magnetfeld gleich. Wir müssen also irgendwie noch schauen, dass da noch eine Information über den Ort der Signalentstehung dazukommt. Das wird dadurch gelöst, dass man zusätzlich zu diesem starken Magnetfeld noch ein etwas schwächeres, aber ortsabhängiges Magnetfeld schaltet. Das führt dann dazu, dass Wasserstoffatome, die im Kopf sitzen, eine etwas höhere Resonanzfrequenz haben, weil sich diese Feldstärke auf das Hauptfeld addiert. Bei den Füßen beispielsweise etwas niedriger. Es gibt also hier eine kleine Verschiebung der Resonanzfrequenzen und wir können dadurch die Lokalisation des Signals ermöglichen. Ein moderner MR-Tomograph besteht also aus einem Magnetring. Das ist auch das große, imposante Gebilde, was Sie sehen, wenn Sie einen Tomographen vor sich haben, in den eine Gradientenspule für diese kleinen ortsabhängigen Gradienten eingebracht ist. Und dann eine Empfängerspule, tatsächlich nichts anderes als eine Antenne, die diese Radiofrequenz, die Antwort der Signale misst. Hier sehen Sie Herrn Lauterbur mit dem ersten MR-Bild, was erzeugt wurde. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es war irgendwie eine Probe mit zwei verschiedenen Röhrchen drin. Es ist natürlich miserabel aufgelöst und man erkennt eigentlich gar nichts. Aufgrund dieser Tatsache haben die Patentanwälte dieser Universität auch gesagt, es lohnt sich nicht, das Patent einzureichen. Ich glaube, das war ein wirtschaftlicher, ziemlich großer Fehler, wenn man bedenkt, mit was für einer Gewalt die Kernspintomographie eingeschlagen hat in die Diagnostik. Ausgangsbasis wiederum das CT, das ist der Status, der in der Diagnostik zugänglich war. Und Sie können sich vorstellen, dass gerade für Radiologen solche Bilder von unschätzbarem Wert sind und gar keinen Vergleich zum CT darstellen. Sie sehen auf einmal hier Strukturen, die im CT völlig verborgen bleiben. Sie haben starke Kontrastunterschiede zwischen dem Kortex und den Nervenbahnen der weißen Substanz. Sie sehen die Liquorräume klar abgegrenzt, Sie sehen auch noch andere Gewebestrukturen, also Informationen, die weit, weit über das hinausgeht, was das CT an anatomischen Strukturen aufklären kann. Heutzutage mit den Feldstärken, wie wir sie hier auch am Haus haben, kann so ein Ganzkörperscan innerhalb weniger Minuten angefertigt werden. Ein hervorragender Kontrast der weichen Strukturen, Lungen zeigt sich nicht, da ist kein Wasser vorhanden. Und wir interessieren uns natürlich speziell für das Gehirn. Damit möchte ich dann im Wesentlichen bis auf diese Folie auch weitermachen. Hier zeigt sich nämlich auch, dass wir nicht einen Kontrast haben. Wir sind nicht wie beim Röntgen angewiesen auf ein Licht- und Schattenphänomen und das war's dann, sondern die Physik erlaubt uns hier sehr, sehr viele unterschiedliche Kontraste zu machen. Wir können zum Beispiel bewegte Wassermoleküle darstellen und das führt dann zu solchen MR-Angiografie-Darstellungen. Sie sehen hier eine Angiografie durch den gesamten Körper, in der Mitte das Herz und die Arterien, die zur Lunge führen. Sie sehen die Halsschlagadern und dann die Versorgung des Kopfes. Sie sehen die große Körperaorta mit der Versorgung des Rumpfes mit arteriellem Blut. Gehen wir in den Kopf, so können wir auch hier ohne Kontrastmittel solche Bilder erzeugen, in der die arterielle Versorgung der Gefäßbaum des Kopfes dargestellt ist. Also wunderbar hoch aufgelöste Bilder, die einen großen diagnostischen Wert haben. Denken Sie zum Beispiel an Schlaganfälle oder an bestimmte Verstopfungen oder Stenosen solcher Gefäße, die dann auch zu Funktionsausfällen führen können. Die können mit der MRT wunderbar detektiert werden. Hier ein klinisches neurologisches Beispiel der multiplen Sklerose. Auch der Laie erkennt hier schon an dem Bild, da ist was nicht in Ordnung. Und man sieht hier diese Aufhellung in der weißen Substanz, also in den Nervenbahnen. Dies kommt durch entzündliche Prozesse zustande und es kommt hier zu einer Zerstörung der Isolation der Nervenfasern und damit auch zu einem Funktionsverlust der entsprechenden Neurone. Diese Herde, diese Multiple Sklerose-Herde lassen sich eben sehr, sehr gut mit der MR darstellen. Am Rande betrachtet sieht man hier auch noch ein altes Gehirn oder ein älteres Gehirn. Man sieht hier, dass die kortikale
der Kortex ein bisschen schrumpft schon wieder, er macht Platz für hier dunkel dargestellt die Hirnflüssigkeit. Also hier sehen wir auch einen Alterungsprozess, der aber im normalen Rahmen ist. Ein anderes großes Thema sind akute Schlaganfälle. Hier hat die MR-Bildgebung wirklich auch einen ganz hervorragenden Kontrast. Nicht so sehr auf den typischen anatomischen Aufnahmen. Hier sehen Sie ein Areal, was ein bisschen heller erscheint, aber es ist hier noch keine richtige Gewebsschädigung zugange, die diesen Kontrast dann massiv beeinflussen würde. Aber wenn wir einfach auf die Beweglichkeit der Wassermoleküle anschauen, also auf die Art der Gewebeschwellung, auch hierfür gibt es im MR einen bestimmten Kontrast, so springt einem geradezu dieser frische Infarkt ins Auge. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, da solche Infarkte bereits zu einem frühen Zeitpunkt verlässlich detektiert werden können. Hier ein Beispiel zum Morbus Parkinson, haben Sie gerade eben schon gehört, diese Krankheit, die auch nochmal zeigt, was wir denn so bei 7 Tesla, bei den heute eher starken und großen Forschungsmagneten erreichen können. Herausgezoomt ist hier eine Struktur im Hirnstamm, die ist hier nochmal gezeigt, so ein bisschen eine Mickey-Maus-artige Figur. Sie sehen hier in schwarz einen Bereich der Substantia nigra. Frau Dose hatte das schon angesprochen, das ist ein Hirnareal, was bei der Parkinson-Erkrankung zerstört wird. Und solch diese Zerstörung können Sie bei Parkinson-Patienten mittlerweile mit diesen hohen Feldstärken auch in einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon feststellen. Sie sehen hier einen Patienten und man erkennt, dass diese glatte Form der Substantia nigra, diese schöne Abgrenzung hier zerstört ist. Es kommt zu solchen Eindellungen und Verlusten der Substanz in diesem Hirnareal, die eben auf die Neurodegeneration bereits hinweisen. Nun gibt es allerdings auch viele Erkrankungsformen, die jetzt kein anatomisches Korrelat haben. Wenn Sie zum Beispiel sich die Hirne eines depressiven Patienten, das Hirn eines depressiven Patienten anschauen, so werden Sie keine großartigen strukturellen Veränderungen finden. Was wir hier dann machen müssen, um tatsächlich Areale zu identifizieren, die vielleicht mit der Krankheit im Zusammenhang stehen, sind Gruppenanalysen über eine Vielzahl von Patienten und die dann vergleichen mit Kontrollen. Wir suchen also nach Gemeinsamkeiten, wie die Hirne von Patienten verändert sind, strukturell verändert sind im Vergleich zu Kontrollen. Ich habe Ihnen hier das Beispiel der Narkolepsie ausgesucht. Die Narkolepsie ist eine Schlaferkrankung, die mit einer erhöhten Tagesschläfrigkeit verbunden ist. Das heißt, die Patienten fallen oft unvermittelt in einen Schlaf. Es können auch kataplexische Attacken auftreten, Kataplexien, die mit einem Verlust der Muskelspannung einhergehen und einem Bewusstseinsverlust, ähnlich dem, was wir vielleicht im Traumschlaf erleben. Bei den Patienten ist es aber so, dass die solche Kataplexien auch im normalen Alltag auftreten können. Interessanterweise sind die auch assoziiert mit emotionaler Verarbeitung, das heißt, sie treten häufig auf, wenn die Patienten beispielsweise Witze hören, daher auch der Name des Lachschlages für solche Kataplexien. Vergleicht man nun strukturell die Hirne von den Narkolepsie-Patienten mit gesunden Kontrollen, so zeichnet sich ein Volumenverlust in einer sehr, sehr kleinen Region ab, das ist der Hypothalamus. Und wir wissen aus Tierexperimenten, dass die Narkolepsie mit einem Verlust von Nervenzellen im Hypothalamus einhergeht. Also man sieht also auch hier auf den Bildern bereits eine Lokalisation dieser Erkrankung und eine Identifikation des entsprechenden Hirnbereichs. Lassen Sie mich zu einem ganz anderen Kontrast wiederkommen. Bisher hatten wir über anatomische Darstellungen gesprochen. Die Magnetresonanztomographie kann aber auch funktionelle Aspekte untersuchen. Das heißt, wir können im Prinzip auch unserem Gehirn bei der Arbeit zusehen. Basierend tut das Ganze darauf, dass unser Gehirn einen enormen Treibstoffbedarf hat. Sie sehen hier auf der linken Seite ein Computertomographiebild des Körpers und auf der rechten Seite ein PET-Bild, Positronen-Emissionstomographie, in der radioaktiv markierter Zucker zugeführt wurde. Zucker als Energielieferant unseres Körpers und Sie sehen, wo wird der Zucker verbraucht? Im Wesentlichen eigentlich nur im Hirn. Das ist sehr erstaunlich, weil unser Hirn wiegt vielleicht 1,5–2 Kilo maximal und verbraucht etwa 20–30% unseres Energiebedarfs, geht auf Kosten des Gehirns. Also ein sehr, sehr hoher Energiebedarf für die zerebrale Aktivität. Die MR kann das nun auch zeigen. Nicht so direkt wie die Röntgenmethoden.
Was wir zeigen können, ist eine Veränderung der Zusammensetzung des Blutes. Und zwar nutzen wir dabei aus, dass Blut, solange es Sauerstoff trägt, eine andere magnetische Eigenschaft hat, als wenn der Sauerstoff entladen wurde. Sauerstoffreiches Blut verstärkt ein bisschen das Magnetfeld. Es kommt dazu also zu einer leichten Intensitätsanhebung in unseren Bildern, wohingegen normales Blut oder sauerstoffentladenes Blut das Magnetfeld ein wenig abschwächt. Nun ist es so, dass wenn unser Gehirn aktiv wird an einer bestimmten Stelle, wird ganz lokal spezifisch dort die Perfusion erhöht. Diese Bereiche werden also vermehrt mit sauerstoffreichem und nährstoffreichem Blut versorgt, sodass wir hier eine lokale Anhebung des Bildkontrastes sehen können. Auf dem rechten Bild wird gleich ein Filmchen ablaufen, das ein visuelles Experiment darstellt. Wir brauchen zwei Bedingungen, eine Ruhebedingung, da hat der Proband dann auf einen schwarzen Bildschirm geschaut während der Messung, und dann eine Aktivierungsbedingung hier als Erhöhung gezeigt, wo dann ein flackerndes Schachbrett gezeigt wird. Dieser flackernde Schachbrettstimulus dient eben als optischer Reiz. Ich starte das mal kurz und hoffe, dass es funktioniert. Genau. Und Sie sehen dann hier im Prinzip das Experiment ablaufen, und in rot-gelb gezeigt sind die Areale im visuellen Kortex, die mit diesem experimentellen Muster gleichzeitig ihre Intensität, ihre Bildintensität erhöhen. Das ist also sozusagen das Abbild dessen, dass wir in den visuellen Arealen eine erhöhte Blutzufuhr haben, mit sauerstoffreichem Blut eine Anhebung der Signalintensität im Bild und damit lokalisieren können mit statistischen Methoden, dass diese Areale tatsächlich aktiv sind. Kommen wir zur Narkolepsie gerade nochmal zurück, um zu zeigen, was für komplexe Experimente Sie mit den Probanden oder Patienten durchführen können. Ich hatte ja gesagt, es gibt diesen Lachschlag bei den Narkolepsie-Patienten, dass sie, wenn was Lustiges passiert, kann es passieren, dass sie so eine Kataplexie bekommen. Was hier durchgeführt wurde in dem Experiment bei Schwarz und Kollegen, war ein Bildwitz. Die Patienten haben also als Ruhebedingung ein visuelles Szenario gekriegt, diese Schafweide oder ein anderes Bild, und dann immer mal wieder ein lustiges Komponente dabei, und das dann im Wechsel. Und Sie merken schon, hier bekommen Sie eine ganze Menge visuelle Information. Die visuelle Information ist hier die gleiche, bloß ist es hier halt ein bisschen komischer. Und im Kontrast zwischen der Aktivität während solcher Bilder im Vergleich zu diesen Bildern können Sie dann sehen, welche Regionen im Hirn tatsächlich an der Verarbeitung von Bildwitzen beteiligt sind. Man hat dann festgestellt, dass bei den Narkolepsie-Patienten tatsächlich hier eine Hirnregion eine geringere Aktivität zeigt im Vergleich zu den Kontrollen. Die Kontrollen zeigen hier bei den Witzen eine starke Aktivierung, bei neutralen Stimuli eine ist wesentlich geringere. Bei den Patienten passiert fast gar nichts. Die sind in dieser Region stumm, und das ist wiederum der Hypothalamus, also die Region, die eben auch an der Entstehung dieser Erkrankung grundlegend beteiligt ist. Man kann hier also auch über funktionelle Aspekte etwas über die Erkrankungsform lernen. Ähnlich geht es auch bei wirklich psychiatrischen Erkrankungen wie der Depression. Entschuldigung? Ganz kurz, wurde da eine Kataplexie dann ausgelöst? In dem Fall nicht, nee. Also es war ohne eine Kataplexie. Hier ganz kurz zur Depression. Auch bei der Depression sehen wir keine grundlegenden anatomischen Unterschiede in den Hirnen von Patienten und Kontrollen. Wir können aber funktionelle Unterschiede sehen. Die Hirne arbeiten anders. In dem Fall wurde keine Aufgabe, keine bestimmte Bildreize oder sonst was angewandt, sondern die Hirne in Ruhe untersucht. Und es konnte gezeigt werden, dass es hier ein kleines Areal im unteren vorderen Hirn gibt, im subgenualen anterioren Cingulum, was bei Patienten eine höhere Aktivität zeigt als bei Gesunden. Und das ist auch ein Befund, der von vielen anderen bildgebenden Verfahren gezeigt wurde, dass hier eine sehr, sehr wichtige Dysfunktionalität bei der Depression beheimatet ist. Das heißt nicht, dass diese Region ursächlich verantwortlich ist für eine Depression, aber dass hier eben eine Dysregulation in der Funktion stattfindet. Und solche Informationen können natürlich dann dafür genutzt werden, um Therapieansätze zu leiten. Man kann also versuchen, mit pharmakologischen Methoden oder andersartig, beispielsweise auch mit Tiefenhirnstimulation, diese Areale gezielt anzusprechen und damit zu versuchen, die Depression zu verbessern. Abschließend noch ein kleiner Ausblick in das, was in der nächsten Zeit kommen wird. Es gab gerade eine methodische Entwicklung, wobei die Verfahren der Positronen-Emissionstomographie mit der MR gekoppelt werden. Das heißt, die Systeme werden ineinander gebaut. Der Vorteil hiervon ist, wir haben im PET eine hohe Spezifizität
bestimmte biochemische Prozesse darzustellen. Sie können hier zum Beispiel auf diesem Bild, das ist ein Patient mit einem Hirntumor, können Sie durch die Gabe von radioaktiv markiertem Methionin, also einer Aminosäure, können Sie Proteinsynthesevorgänge darstellen. Und Sie sehen, dass im PET hier ein Bereich sehr, sehr starker Aktivität der Proteinsynthese zeigt, also ein hochgradig aktiver Tumor ist. Gleichzeitig bietet das PET eine hundsmiserable Auflösung im Räumlichen. Sie können also schlecht zuordnen, wo genau das stattfindet. Im gleichen MR sehen Sie hier eine sehr, sehr starke Aufhellung. Das ist der Tumorbereich. In der Überlagerung sehen Sie aber, dass nicht der gesamte Bereich, der sich im MR darstellt, aktiv ist, sondern nur dieser relativ umgrenzte und lokale Herd eher an der Mittellinie des Hirns. Und wenn Sie jetzt beispielsweise an Strahlentherapie denken, dann sind solche Informationen natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn Sie die Bestrahlung nämlich auf ein kleines Areal mit hoher Aktivität konzentrieren können, vermeiden Sie damit die unerwünschten Nebenwirkungen oder minimieren Sie die unerwünschten Nebenwirkungen von einer Strahlentherapie massiv. Also hier bietet eben die Kombination der beiden Verfahren einen echten Fortschritt, bringt die Spezifizität der PET-Methode hin zu der hohen räumlichen Auflösung und der strukturellen Genauigkeit der MR. Damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Ausflugs. Ich hoffe, Sie hatten einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten dieser Methode. Ich weiß nicht, ob Zeit für Fragen sind. Nein, gut. Vielen Dank.